Der Kernsatz eines bemerkenswerten Auftritts war im Prinzip gelogen. Ich habe nie gesagt, dass ich am 30. Juni definitiv aufhöre. Haben Sie das von mir einmal gehört? Nein, sagte Jupp Heynckes vor dem Bundesligaspiel seines FC Bayern gegen den Hamburger SV, und dass er seine eigene Frage beantwortete, nein, verstärkte zwar Schlagkraft, machte Sache aber nicht richtiger. Video, Heynckes, genervt von Trainerfrage, noch gar nichts entschieden. Die korrekte Antwort auf Frage, ob Heynckes mal gesagt hatte, am 30. Juni definitiv aufzuhören, lautet nämlich, ja. Von Herbst 2017 sind gleich mehrere Dokumente hinterlegt. Weitermachen? Nein, das ist ausgeschlossen, Welt. Es gibt eine klare Vereinbarung, dabei bleibt es. Da gibt es nichts dran zu rütteln, Sky, ich mache es bis zum 30. Juni. Ich bin zwar fit, es macht mir Spaß. Nur, man weiß nie, wie viel Zeit man noch hat, sein Leben zu genießen. Süddeutsche Zeitung, über Monate hat sich der 72-Jährige in eine Position manövriert, es Bayern dringend nahelegte, neben Plan A, Heynckes, einen Plan B zu verfolgen und bestenfalls einen Plan C, D und E, alles außer Heynckes. Und jetzt das? Sinneswandel. Heynckes Äußerungen irritierten. Weiß nicht, was im Sommer ist, wirklich. Ich kann Ihnen sagen, dass noch gar nichts entschieden ist, berichtete er plötzlich. Wie soll das zusammenpassen mit einem Statement, das keine Woche alt ist und sich auf Freiburgs Christian Streich bezog? Das ist ja sicher letzte Begegnung von uns beiden. Gemeint war Bühne Bundesliga. Überhaupt hatte sich Heynckes zuletzt gesprächsfreudig gezeigt, Sportbild und DZ gab er lange Interviews, seine vermeintliche Trendwende einleiteten. Etwa damit, ich habe von einem möglichen Nachfolger gesprochen, nicht von einem Zeitpunkt der Nachfolge. Ich weiß nicht, was im Sommer ist, weiß er nicht. Am Freitag wurde Heynckes richtig fuchsig, weil es ihn nervte, dass sich so viel ums Trainerthema drehte und so wenig um Sport. Einmal knallte er gar sein Wasserglas auf den Tisch. Ich hätte gerne, dass Men mal über Fußball schreiben. Das Wichtige für sie ist nur, wer ist der Trainer in der neuen Saison? Mein Gott, Bayern und Heynckes streuen Nebelkerzen andersherum betrachtet. Warum schafft Heynckes nicht Klarheit mit einer unmissverständlichen Botschaft, um endlich ungestört auf Hamburg zu blicken, auf Besiktas in der Champions League und den ganzen Rest? Naja, eigentlich hat er auch Seefrage selbst beantwortet. Ebenfalls in der Woche, ich sage nichts Definitives dazu, weil ich weiß, wie Öffentlichkeit darauf reagiert. Und wir müssen nochmal ein bisschen Ruhe haben, um unsere Träume vielleicht wahr werden lassen zu können. Anführungszeichen. Video, Hitzfeld ritt Heynckes, Jupp sollte aufhören, Bayern hat Chancen auf eine titelreiche Saison. Wieder Triple. Brutal schwer, nicht unmöglich. Eine Menge deutet darauf hin, dass Münchner bewusst Nebelkerzen streuen und dass Heynckes entweder Profi oder Gutmensch genug ist, Sess-Spielchen mitzumachen, des Erfolges willen. Eurosport-Experte Matthias Sammer sagt dazu, für Bayern West zum jetzigen Zeitpunkt, wo du so langsam alles einfahren kannst, natürlich nicht gut, wenn man jeden Tag Situation hätte, wenn es endgültig wäre, wer denn dann der Neue ist. Anführungszeichen. Durchaus denkbar, dass der FCB-Trainer 2018-19 längst feststeht. Noch viel denkbarer in jedem Fall, dass C-Person nicht Jupp Heynckes heißen wird. Dann müsste Hummels über Tuchel reden. Man erinnere sich an Situation vor 5 Jahren, als Pep Guardiola schon im Januar als Heynckes Erbe verkündet wurde und fortan wie ein Schleier über dem Club hing. Vor dem Duell mit Guardiolas Ex-Club Barcelona musste sich Heynckes fragen lassen, ob er nicht Tipps einhole, weil Pep doch bestens Bescheid über Barca wisse. Die Heynckes Bayern siegten 4:0 und 3:0. Ohne Ratschläge. Heute wäre es mindestens unvorteilhaft, wenn Fußballwelt von Thomas Tuchel als Neucoach erfahren würde, wenn Mats Hummels dann lästige Nachfragen beantworten müsste und alle Kollegen übrigens auch. Sowas beeinflusst den Fokus. Video Bubble. Tuchel ist eine Zahllösung für Bayern, Sammer sieht's genauso, es geht um